Um Jean Bison in den Holzfällerspielen zu besiegen, brauchen wir die Hilfe der kanadischen Riesenadler. Sie haben ihr Nest da oben auf dem Eisberg. Stiehl eins von den Eiern und bring es zum Unterschlupf. Damit lenken wir den Schutzinstinkt des Adlers gegen Bison. Klar doch, ein Kinderspiel. Bis auf den Teil, wo ich eine halbe Meile durch eiskaltes Wasser schwimmen muss. Warum denn schwimmen? Du kannst doch gleiten. Die Ölleitungen sind zerstört und die aufgestauten Brennstoffe haben gerade Feuer gefangen. Verstehe. Der Auftrieb von den Flammen müsste mich noch höher tragen. Bleib aber unbedingt weit genug vom Feuer weg. Sonst kriegt der alte Grizzleface heute gegrillten Waschbär zum Abendessen. Hübsche Vorstellung, Bentley.
die Adler auf, die sehen nicht sehr freundlich aus. Ausgezeichnet! Wenn du dieses Adlerei zum Unterschlupf bringen kannst, sind wir bereit für die Holzfällerspiele. Silo, in dem die Batterie versteckt ist. Um sie mitzunehmen, müssen wir ihr die Nordlichtenergie abdrehen. Wenn wir einen Bootsenterhaken an die Spitze des Silos hängen, müsste das die Batterie entladen. Murray ist bereit, dich auf das Boot zu werfen. Sobald ich an Bord bin, hacke ich mich in die Steuerung und lenke das Boot nah genug heran, um den Enterhaken abzuschießen. Okay, ich klettere auf den Silo und bringe die Haken an. Wie viele Enterseile brauchen wir, um die Batterie zu entladen? 3 müssten reichen. Sobald das erste angebracht ist, nehmen Murray und ich uns noch ein Boot. Bleib du in Position. Endlich habe ich's auch mal leicht.